bringst du mir ja ganz außer Adam. Was willst du, das Militär nachlaufen mit deiner O-Bene? Das schaffst du doch nicht nach 10 Jahren Knast. Dazu war die Suppe zu dünn in den Plätzen. Was ist denn da überhaupt zu sehen ans Militär? Militär ist was für Jörn oder Dienstbolzen. Was ein besserer Herr ist, der kickt da weg. Also. Halt! Gewehr abnehmen! Eingefreite und 5 Mann vom Gardefüsilierregiment auf dem Weg von der Schwimmschulware Plötzensee zur Kaserne. Eigeber, brav. Rühr euch. Abteilung! Halt! Gewehr ab! Recht euch! Augen geradeaus, der Augen links. Grenadier Karl Ludrich Keit mit 4 Mann vom 4. Garderegiment zu Fuß von Schießplatzwache auf dem Wege zur Kaserne zurück. Achtung, alle mal herhören. Sie marschieren nicht in der Kaserne, sondern folgen mir zu einer besonderen Dienstleistung auf allerhöchsten Befehl. Gefreiter, Sie übernehmen das Kommando. Jawohl, Herr Mann. Wir marschieren zum Bahnhof Putlitzstraße, fahren nach Köpenick. Los. Wir marschieren zum Bahnhof Putlitzstraße und fahren nach Köpenick. Los. Auf die Vorderabteilung aufschließen, was war's? Dann das Gewehr! Über! Ohne Tritt! Marsch! Na also. Wo macht ihr denn hin? Weiß ich nicht. Doofkopf. Nach Köpenick hat er gesagt. Halt die Klappe, ihr Heim. Da hat er nichts von gesagt. Na, ist doch klar, sonst hätte er uns nicht von der Straße weggeholt. Was das wohl für ein Hauptmann ist? Der von J.O., von Jans hoch oben. So sieht er aber gar nicht aus. Als Kommandoführer kannst du dir's nicht fahren. Na, ich sag dir, der ist vom Militärgerichtshof oder sowas. Da haben sie oft so alte von Dunnemals. Übrigens, wen geht das nächste an? Sie klossen nicht ein. Militär ist Militär. Sie kriegen höchstens einen Anschiss. Abteilung! Halt! Gewehr ab! Links um! Richt euch! Augengerate aus! Seitengewehr pflanzt auf! Sind Sie die einzige Wache hier? Jawohl, Herr Hauptmann, aber... Widersprechen Sie nicht. Beantworten Sie meine Fragen. Sie haben noch mein Kommando, verstanden? Befehl, Herr Hauptmann. Hat das Radar aus dem Vorder- und dem Hinter noch einen 3. Ausgang? Nein, Herr Hauptmann. Gut. 2 Mann zum Hauptportal, einer innen, einer außen. 1 Mann besetzt das Rückportal. Los! Verlässt oder betritt kein Mensch das Rathaus ohne meine persönliche Erlaubnis. Belagerungszustand, verstanden? Jawohl, Herr Hauptmann. Die Eingänge werden geschlossen. Die anderen folgen mir. Energie ablehnen. Haben Sie ablehnen? Jawohl, ablehnen. Wir haben hier in Köpenick keine Garnison und sind Gott sei Dank nicht gezwungen, auf irgendwelche Militärbehörden Rücksicht zu nehmen. Haben Sie Gott sei Dank? Jawohl, Gott sei Dank. Was fällt Ihnen denn ein, Kilian? Wieso können Sie hier ohne anzuklopfen? Mein Platz hier. Sind Sie der Bürgermeister von Köpenick? Ja, allerdings. Aber... Gehen Sie mal raus. Was soll denn das heißen? Auf aller höchsten Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs erkläre ich Sie für verhaftet. Aber auch, dass Sie sofort zur alten Wache in Berlin zu bringen. Machen Sie fertig. Das verstehe ich nicht. Das muss doch ein Irrtum sein. Wieso denn überhaupt? Wieso? Genügt Ihnen das nicht?
Nun, das ist doch aber ein starkes Stück. Ich lasse mich hier nicht ohne Haben Sie gedient? Jawohl, Oberleutnant der Reserve. Erlauben Sie, Hauptmann, haben Sie irgendeine Legitimation? Denken Sie, Soldat, dann müssen Sie auch wissen, dass ein Kommando vor Gewehr absolute Befehlsgewalt bedeutet. Ja, ich habe aber gar keine Ahnung. Darüber leide ich auch nicht. Ich habe nur Befehl. Befehl ist Befehl. Hinterher können Sie sich beschweren. Befreiter, gehen Sie mal nach, was der Polizeiinspektor macht. Jola, Mann! Ich kann das wirklich nicht verstehen. Ist Ihnen Idiot? Soll ich Ihnen eine Stärkung aus der Apotheke kommen lassen? Nein, nein, danke, danke. Das heißt, ich würde sehr gerne meine Frau benachrichtigen. Haben Sie Dienstwohnung? Wir wohnen gleich um die Ecke, erster Stock. Soll ich die Frau... Also holen Sie mal, Frau Bürgermeister, hier, aber trapp, trapp, ja? Bleiben nicht mehr lange. Ja, bis zu Ihrem Abtransport können Sie ungehindert mit Frau Gemahlin verkehren. Natürlich unter Bewahrung. Der Inspektor schläft, Herr Hauptmann. Schläft? Jawohl, Hauptmann. Nee, also wissen Sie. Die Aktion Köpenick ist beendet. War recht so. Hat alles ordentlich geklappt. In einer Stunde ziehen Sie die Portalwachen ein, marschieren zum Bahnhof, fahren nach Berlin und melden Sie in Ihren Kasernen von Köpenick zurück. Jawohl, Hauptmann! Hier haben Sie Geld für die Rückfahrt. Vom Rest kommen Sie für jeden Mann in der Bahnhofswirtschaft mit Glas Bier und eine Bockwurst. Danke, Hauptmann!